Tja, der Sport in Deutschland hatte ein großes Jubiläum. 40 Jahre haben sie gefeiert bei der ARD. Und ich habe jetzt zwei eingeladen, die 40 Jahre nicht dabei waren. Sonst wären sie sicher viel, viel älter. Die aber in den letzten Jahren sehr viel für den Sport, die Sportberichterstattung getan haben. Die Karriere gemacht haben, wie man das so schön sagt. Der eine ist ein wunderbarer, frecher Moderator. Und der andere ist für mich ein Idol. Er war für mich der Fußballspieler schlechthin. Mit der frechsten Schnauze, dem frechsten Outfit. Der war immer so, wie wir alle sein wollten und uns nicht getraut haben. Hier sind Gerhard Delling und Günther Netzer. Bitte schön, hallo Herr Delling. Schönen Abend. So, Günther, hast du Angst vor Krokodilen? Oh ja. Oh ja. Kannst du dir vorstellen, dass das eins ist, was da im Rhein rumschwimmt? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, dass das zum Sommerloch gehört. Herr Delling, wann haben Sie eigentlich diesen wunderbaren Menschen kennengelernt und kamen auf die Idee, mit dem müsste ich zusammen Fernsehen machen? Haben Sie so viel Zeit? Also ich meine, den muss man nämlich erst mal kennenlernen, nicht? Nee, also ich habe ihn das erste Mal kennengelernt persönlich. Also ich habe das genauso wie Sie gemacht. Habe früher auch immer behauptet, ich hätte die Zähne auf dem Rücken und würde ihn imitieren. Aber dann arbeitsmäßig persönlich das erste Mal kennengelernt 1982, als der Armin Haufe, damals Moderator in Kiel und ich sozusagen der Redakteur für diese Sendung. Wir hatten uns drei Gäste eingeladen. Einer davon war Günther Netzer, der da noch Manager war beim Hamburger Sportverein. Und zwei Stunden vor der Sendung gab es einen wahnsinnigen Eisregen in Norddeutschland. Und wir konnten damit rechnen, dass keiner, bis auf einen Gast kommt, der selber aus Kiel war. Also wir hatten schon überlegt, wie wir das Ganze überbrücken. Und damals gab es ja keine Handys so in dem Sinne, also dass man mal schnell mal Kontakt aufnehmen konnte. Und 10 Minuten vor Ende der Sendung stand er dann auf einmal in der Tür, völlig geschafft, aber er hatte den Weg dann auf sich genommen. Und ich muss sagen, von dem Zeitpunkt an hatte er erst recht einen Stein im Brett bei mir. Also ich freue mich, dass Sie beide gekommen sind. Sie sind natürlich beide große Persönlichkeiten. Ich hätte jeden in einer Sendung auch mal ganz gerne einzeln begrüßt. Dann hätte ich nämlich zwei Sendungen mit euch füllen können und so kann ich nur eine füllen. Aber Herr Delling, was mir bei Ihrer Vita wirklich eine Frage gestellt hat, ist, Sie haben Angst vor dem Altwerden. Ich muss noch mal betonen, Sie haben gesagt, Sie haben Angst vor dem Älterwerden. Sie sind jetzt 41 und haben Angst. Also, vor was haben Sie Angst? Ich kann ja dazu stehen, ich bin schon 42. Aha. Insofern ist die Angst dann doch, hält sie in Grenzen. Nee, Angst habe ich überhaupt nicht. Ich kann bloß immer die Leute nicht verstehen, die dann behaupten, wenn sie dann älter geworden sind, sei das so wunderbar. Wenn ich zum Beispiel meinen Körper nicht älter werden würde, ich aber auch die Weisheit des Lebens nach und nach mitnehmen könnte, dann wäre das, glaube ich, doch der optimale Zustand. Ich stelle halt fest, dass wenn ich zum Beispiel Sport treibe, ich morgens schlecht aus dem Bett komme, schlechter als früher, und das ist irgendwie nicht so erquickend. Deswegen könnte ich mir eher vorstellen, der Körper wäre noch so 27 und mein Geist wäre dann vielleicht auch schon ein bisschen älter, oder 97, kann ja dann auch sehr erhellend sein. Sie haben lange Haxen und Ihr Sport war, glaube ich, Hochsprung. Jein, also ich habe seit dem dritten Lebensjahr das versucht, was er leider so perfekt konnte und ich nicht, Fußball spielen. Auf der Straße damals tatsächlich noch. Aber ich habe mich schon immer für alles Mögliche interessiert. Das hat nicht nur mit Sport zu tun, aber auch Sport. Ich habe eigentlich alles mal versucht. Eine Zeit lang war ich relativ gut in Leichtathletik, aber Fußball habe ich immer beibehalten. Habe noch, glaube ich, 20 andere Sportarten probiert. Aber darüber hinaus eben nicht nur Sport, sondern das war irgendwie so, denn in der Zeit war das so, wir haben uns für alles interessiert. Also aber ich möchte das so gerne wissen, wie hoch sind Sie denn gesprungen? Das mag ich jetzt gar nicht sagen. Also ich glaube, das waren so 90 Zentimeter. Na gut, also gehen wir noch einen halben Meter dazu. Günther, du bist Manager geworden. Du hast auch mal einen Fußballverein gemanagt, lebst jetzt in der Schweiz und sorgst dafür, dass die ARD oder das ZDF oder wer bei euch halt kauft, von euch Fußballspiele kaufen kann. Und irgendeiner, der dir nicht so ganz gewogen war, hat mal untersucht, ist der Netzer eigentlich bei den Spielen, die er verkauft, irgendwie parteiisch? Was kam bei der Untersuchung raus? Ich denke, dass es eine berechtigte Untersuchung war, weil da gab es natürlich eine Interessenkollision. Nach dem amerikanischen Prinzip ist es so, die Dinge, die man teuer verkauft, die stellt man noch positiv dar. Und das haben die mal untersucht und haben gesagt, wir wollen mal überprüfen, wie der Netzer sich über längere Zeit präsentiert in diesen Spielen, die er der ARD für teures Geld verkauft. Und ich habe das nicht gewusst. Dann hat man sagen müssen, feststellen müssen, dass die Spiele, die ich an die ARD verkauft habe,
die habe ich am negativsten geschildert. Weil dann haben sie auch den größten Mist gespielt dann halt, nicht? Das war einfach ein Zufall. Ich will damit sagen, dass ich durch nichts in der Welt einzukaufen bin, nichts zu verbiegen wäre. Wenn sie schlecht sind, sage ich, dass sie schlecht sind. Wenn sie gut sind, freue ich mich zu sagen, dass sie gut waren. Also ich möchte das unseren Zuschauern noch sagen, nicht, dass sie denken, dass der Günther Netzer jetzt Fußballspiele verkauft und das Geld behält. Du bist sozusagen der Manager, das Geld kriegen die anderen. Ja. Und jetzt geht der Fußball, und deswegen freue ich mich, dass ihr gerade jetzt bei mir seid, jetzt geht der Fußball womöglich in den Samstagabend und fängt an, Wetten, dass Konkurrenz zu machen und den Samstagabend-Shows. Hältst du das für richtig? Ist in jedem Fall eine große Herausforderung. Es ist ein sehr mutiger Schritt, dieses zu wagen. Ich glaube nicht, dass es jemand sagen kann, dass es hundertprozentig funktioniert oder hundertprozentig schief geht. Das glaube ich nicht. Aber die Kirchleute, die können sehr, sehr dankbar sein, dass sie einen fürsorglichen Vertragspartner in der Liga gehabt haben, die die Sorgen der Kirchleute in diesem Augenblick verstanden haben, dass sie genau wussten, dass in dieser Phase ein Kompromiss gemacht werden muss, der die Schwierigkeiten der Kirchleute berücksichtigt. Und so ist es dazu gekommen, dass 20.15 Uhr eine Sendung entstanden wird. Das ist nicht chancenlos, keineswegs. Ich glaube auch, dass das nicht chancenlos ist. Aber hat man das Problem jetzt nicht abgewälzt auf die Familien? Denn jetzt geht's doch zu Hause in den Krach. Papa, ich will Fußball. Nein, du guckst nicht Fußball. Oder jetzt geht's doch los. Könnte durchaus sein. Aber wenn ich den Wohlstand in unserem Lande sehe, dann denke ich, dass die Sehgewohnheiten sich vielleicht auch geändert haben. Es gibt in Familien heutzutage, gibt es meistens nicht nur einen Fernseher, es gibt schon mehrere Fernseher, wo man das also vielleicht abwenden kann, wenn jemand wirklich unbedingt Fußball schauen will. Herr Delling, Fußball Samstagabend, ja oder nein? Also ist auf jeden Fall eine traurige Entscheidung für den Fan, denke ich, weil der natürlich ein Interesse daran gehabt hätte, direkt nach dem Spiel auch sofort die Ware zu sehen, sprich seine Mannschaft und die Zusammenfassung. Ich glaube, das wird sehr schwer werden, also da Erfolg zu haben. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass durch diese Ballung auf den Samstag mit 7 Spielen, dass das schon mal eine erfolgreiche Variante ist. Und ich meine, brauchen wir nicht drum herum zu reden. Das ist ja so, das wurde nach hinten gelegt, weil logischerweise es in einem anderen Programm, nämlich im Bezahlfernsehen vorher, schon in Gänze zu sehen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Maßnahme in die Richtung aus unternehmerischer Sicht erfolgreicher sein wird. Ich glaube vor allen Dingen, dass der Sonntag sehr wichtig sein wird, weil dort auch die Möglichkeiten sind, zum Beispiel journalistisch zu arbeiten. Und da sehe ich unsere Chance, also würde mich freuen, wenn wir da ein Konzept entwickeln, dass wir sozusagen in diese Lücke reinstoßen können. Also wer das schon mal üben möchte, wie das ist mit Fußball am Samstagabend, der kann es ja im Urlaub probieren, denn in fast allen südlichen Ländern gibt es seit 20 Jahren den Fußball am Samstagabend. Dann kann man es ja mal im Urlaub ausprobieren, wie dann der Familiensinn durcheinander gebracht wird oder auch nicht. Günther, ich glaube, deine Fans und die Menschen, die dich aus der Zeit kennen, wo du dieser rebellische Fußballer warst, die warten jetzt alle, dass ich wenigstens einen Bildausschnitt noch mal von einem Tor zeige. Wer auch immer dieses Tor nicht gesehen hat, ich kann Ihnen nur sagen, Sie müssen jetzt zugucken. Das war eine Situation, kein Mensch hat mehr einen Pfifferling auf diesen Günther Netzer gegeben, weil er sollte überhaupt nicht mehr spielen in diesem Spiel. Der hat Krach gekriegt mit seinem Trainer und der Weißweiler hat gesagt, nein, der Günther spielt nicht. Und dann hat sich dieser Bursche selbst eingewechselt. Darf man das so sagen? Ja, das muss man so sagen. Du bist einfach auf den Platz gerannt, hast einem gesagt, hau du ab und... Naja, ganz so war es dann auch nicht. Jemand ist auf mich zugekommen, vor meinen Füßen zusammengebrochen und dann... Das, was eben zwei Halbzeiten nicht passiert ist, dann habe ich mich meiner Trainingsjacke entledigt. Die Leute haben es gesehen im Stadion und haben dann gejubelt, dass ich endlich hineinkomme. Aber der Weißweiler wusste bis dahin von noch gar nichts. Dann bin ich an ihm vorbeigelaufen und habe ihm dann mitgeteilt, so, ich spiele denn jetzt. Was sollte er anders machen als Ja sagen? Ja. Und dann passiert eigentlich etwas, was von der Dramaturgie ziemlich einmalig ist. Das müssen wir zeigen. Man muss wissen, das Fußballspiel ist eigentlich vorbei. Es ist verloren und es ist keine Chance mehr. Der Netzer geht rein, sein erster Ballkontakt und Gerd Delling wird das jetzt kommentieren. Ja, das fällt mir nicht schwer. Da sehen wir ihn ja mit den wallenden Haaren und natürlich so sprintstark wie eh und je. Und dann passiert das, was nie klappte, ein Doppelpass mit Bonhoff. Und dieser Schuss, der hätte eigentlich oben rechts landen sollen, ging dann aber oben links hinein. Und die Pirouette hat er auch überstanden, ohne dass er sich verletzt hat. Ich muss sagen, klasse. Wir müssen uns die Wiederholung angucken. Also ich muss sagen,
wenn man keine Feinde mehr braucht, dann muss man den Herrn Delling als Freund haben. Ich meine, das ist ja wohl eine Art und Weise, dieses zu schildern. Aber leider hat er recht gehabt. Das Tolle ist, einer hat über dich einen Satz geschrieben, den habe ich mir aufgeschrieben. Wenn andere jahrelang schuften, ihm genügten ein paar Spiele zur Unsterblichkeit. Das war eben das Geniale. In der Tat, ja. Das habe ich auch gedacht, warum ich mich so abgestrampelt habe alle die Jahre. Mir hätten 3 Spiele genügt im Grunde genommen. Du hast eine Tochter? Ja. Ist die sportlich? Nein, sie ist völlig unsportlich. Aber das hat sie von der Mutter geerbt. Die ist also, das ist wirklich die absolute Katastrophe, die Mutter. Machst du denn noch heute etwas zur Körperertüchtigung? Nee, wie man sieht, mache ich auch nichts. Ne? Ja doch, irgendwas muss man doch machen. Nein, ich habe gesagt, warum soll ich jetzt laufen? Ich bin zu meiner aktiven Zeit schon nicht richtig gelaufen. Warum soll ich denn jetzt laufen? Ich würde gern ein bisschen mehr Tennis spielen, weil ich muss eine Sportart machen, ich muss mich bewegen, wo der Ball dabei ist. Ich kann nicht morgens in den Wald gehen und dann 10 Kilometer laufen, das fällt mir also wirklich schwer. Nun gibt es ja viele Sportarten, wo ein Ball dabei ist. Dann kannst du ja auch Tennis spielen oder Tischtennis spielen oder wie ist mit Golf? Tischtennis ist eigentlich besser, das kann man aus dem Stand so machen. Nein, nein, ich habe ja, wie alle von uns, habe ich hinterher noch in der alten Nationalmannschaft gespielt. Also der Wolfgang Overall spielt immer noch der Uwe Seele. Dann habe ich mir auch wirklich einen Bänderriss geholt. Dann lag ich auf meine alten Tage, lag ich dann plötzlich noch in der Klinik und musste operiert werden. Und dann habe ich gesagt, Schluss, auf deine alten Tage brauchst du das nicht mehr. Habe ich auch mit aufgehört. Also ich glaube, dass eins und allein Tennis bleibt. Diese Hackelei zwischen Ihnen beiden, die hat ja was. Ja, ich bin da eindeutig in einer schlechteren Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich kriege das den ganzen Tag normalerweise, wenn wir uns sehen. Und halte mich da sehr zurück, weil ich angestrengt an das Programm denke. Und immer nicht weiß, wie wir das denn doch noch hinbekommen. Und in der Sendung, dann denke ich mir irgendwie, ich denke da nicht daran, dass das ja keiner mitbekommen hat. Nicht? Und dann wehre ich mich so. Das sind meine zaghaften Versuche. Ich verliere. Aber ich habe eine sehr gute Nachricht für Sie. Na? Also abgesehen davon, dass ihr zwei natürlich fast wie ein altes Ehepaar wirkt. Ja. Ich habe die sehr gute Nachricht. Günther Netzer hat unter Zeugen behauptet, wenn er 75 wird, würde er Ihnen das Du anbieten. Oh wei. Also, ich hatte diese Befürchtung eigentlich schon vorher, aber 75 kann ich ja noch warten dann. Nein, also was mich wirklich, wirklich immer wieder fasziniert, die Menschen glauben, wir inszenieren unsere Auftritte. Die denken, das ist vorher alles abgesprochen, in der Minute sagt er das und in der Minute nimmt er den hoch und so weiter. Nein, wir sind den ganzen Tag eigentlich so. Ja, und dass wir uns siezen, ist überhaupt kein Problem. Wir sind die besten Freunde und ich habe es einfach irgendwann mal vergessen, als Älterer ihm das Du anzubieten. Nein, ich glaube, ich habe das verstanden. Eure Rolle ist definiert. Jeder von euch weiß, ich habe das zu tun in diesem Part und ich habe das zu tun. Du bist der Experte, der zu Rate gezogen wird. Ja. Und er ist eben der Moderator, der das Ganze zu führen hat und die Zeit einzuhalten hat. Und sie spielen eben beide, oder du, sie hier, ich komme schon selber durcheinander. Ihr spielt halt hier beide einfach jeder auf seine Art eine richtige Rolle. Und deswegen seid ihr so preisgekrönt. Ja, er ist der Hacke-Gewinner meines jetzigen Lebens. Ja, das habe ich noch kaum gewartet. Wunderbar. Also ich glaube, es wird noch ein langer Abend heute. Berti Vogts ist ein Freund von dir, ein Freund von mir und ist sehr oft in der deutschen Öffentlichkeit, wie ich meine, nicht besonders gut behandelt worden. Du behandelst ihn besonders gut. Hat das einen tieferen Grund? Ja, ich habe das während der WM 98 auch schon gesagt. Das geschieht aus überhaupt keiner Nibelungentreue zu ihm, dass ich da einen alten Kollegen schützen muss vor der restlichen Welt. Es ist pure Überzeugung. Berti Vogts ist ein absoluter Fußballfachmann, der seinen Job versteht. Leider ist er nicht akzeptiert. Er hat eine Art und Weise, die in Deutschland nicht ankommt. Und das muss er jetzt leidlich erkennen in Leverkusen wieder, dass die Leute ihn nicht mögen. Und das ist etwas, wo man dann auch seine persönlichen Konsequenzen zieht. Das ist einfach so, es ist nichts zu machen. Ich bedauere das sehr, weil von der fachlichen Kompetenz gibt es wenige, die so viel verstehen in Deutschland wie er. Ganz andere Frage. Du hast mal ein Auto verkauft am Beckenbauer, der hat es weiterverkauft an Overath. Das ist eine alte Geschichte. Meine Frage ist eine andere. Würdest du an Gerd Delling deinen Ferrari verkaufen? Ja. Weitere Frage, Herr Delling, würden Sie den Ferrari von Herrn Netzer überhaupt kaufen? Eigentlich müsste ich ihn sogar nehmen, wenn man ganz ehrlich ist, weil also sobald auch nur ein bisschen Feuchtigkeit in der Luft liegt, noch nicht auf der Straße, fährt er ja mit dem Auto nicht gerade so, wie man damit fahren sollte. Und deswegen wäre, glaube ich, in meinen Händen eh besser aufgehoben, aber ich bin nicht so ein Autofetischist. Also insofern. Günther, heute hat Ferrari nicht die Pole Position bekommen, sondern der kleine Schummi ist vorne. Ist das für dich hart? Fährst du heute Abend anders in deinem Auto?
Nee, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich überhaupt hierher gekommen bin. Weil ich habe, in der Schweiz gibt es eine Doppelnummer. Das heißt, man darf zwei Autos fahren und die Nummern auswechseln. Und ich habe heute Morgen vergessen, die Nummer umzuwechseln. Das heißt, ich bin von Zürich bis Baden-Baden ohne Nummernschild gefahren. Ach du liebe Zeit. Und dann kam die Polizei, das waren so nette Beamte, ja, die mit Blaulicht hinter mir herfuhren und gesagt haben, junger Mann, Sie haben keine Nummernschilder. Und dann hat man sich erkundigt, ob das alles seine Ordnung hat. Es hatte seine Ordnung, dass das versichert ist und so weiter. Ich durfte also wieder hierher fahren, weil Sie wussten, ich komme in deine Sendung und das wollten Sie mir nicht verweigern. Und wo war das? War das schon auf deutschem Boden oder noch in der Schweiz? Ja, in der Nähe von Freiburg. Dann nehme ich an, du wirst die Freiburger Polizisten ganz besonders lieben, weil sie dich mit junger Mann angesprochen haben. Ja, ja, natürlich, deswegen auch. Es war in, wie heißt das, Umkirch, nicht? Umkirch. Also wir grüßen die Polizisten in Umkirch. Dank. Sie kriegen einen Sonderapplaus. Jawohl. Und ich bedanke mich bei euch für euren Besuch. Okay. Vielen Dank.